Berlin. Auf der Bühne teilt er gern und oft gegen echte Menschen aus. Doch selber bliebe er gern anonym. BR. Im Rechtsstreit gegen Bild hat sich Hubertus Albers, 58, alias Atze Schröder, nun eine Niederlage eingefangen. Der Comedy-Star klagte, weil Bild im März 2016 seinen bürgerlichen Namen veröffentlicht hatte, im Zusammenhang mit einer Strafanzeige gegen Albers. Hintergrund: Der Moderator Nils Ruf, 44, hatte ihn nach einem handfesten Zoff in einer Kölner Hotelbar angezeigt. Bei einem Gewaltschutzverfahren wurde später verfügt, dass Albers sich Ruf bis Herbst 2016 nur auf maximal 3 Meter nähern dürfe. Zwar war Hubertus Albers damals vor Gericht in seinem Atze Schröder Outfit erschienen, mit Lockenperücke und Pilotenbrille. Doch, so das aktuelle Urteil der Richter, noch nicht rechtskräftig, die Berichterstattung über ihn als Person und nicht die durch die ihn verkörperte Kunstfigur, hat der Kläger selbst veranlasst, indem er die Hangelei mit Nils Ruf nicht als Atze Schröder, sondern als Hubertus Albers vom Zaun brach. Deshalb bestand am bürgerlichen Namen auch ein öffentliches Informationsinteresse. Tja, diese Klage war eben an der Perücke herbeigezogen. BR. Mehr Promi-News gibt's auf Bild Facebook. Jetzt folgen.